Gottverdammt! Wir sind stark. Wir sind stark, wir sind stark! Was bist du mit denen da? Ich bringe etwas Spannung in deren Leben. Wir sind keine Helden, wir sind ein Unterhaltungsteam. Die haben uns nicht bezahlt, also brauchen wir Rache. Seid ihr wegen des Benzins hier oder einfach nur, um mich so tanzen zu sehen? Ja! Boah, Junge, das die Leute. Ja, okay. Wir haben schon genug gelitten. Wir mussten dir beim Tanzen zuhören und dabei habe ich zu Flöte gespielt. Mich nicht hättest. Dann würdest du noch Fallout spielen. Ja, ich hab dich und spiel trotzdem Fallout. Ja, aber nicht jetzt gerade. Doch. Was? Ich bin gerade am Aufnehmen. Jetzt ja, in diesem Moment. Er spielt nebenbei Fallout, wie macht er das denn, ey? Er schießt die ganze Zeit bestimmt nur mit seinem Fatman durch die Gegend. Das Fliegen kannst du gerne haben. Jetzt geht er natürlich zum Daniel. Wenn du dich nicht umdrehst. Ich wollte ihn fliegen lassen. Der ist ein Killklauer, der ist ein Abstauber. Ja. Scheiße. Das war ein guter, glaube ich. Ich weiß. Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht, was der da macht. Drachenform! Also, wir hätten die Stadt nie retten können. Das war ein Verräter an der Krone. Ja, ich rette mal weiter die Stadt hier. Ich weiß nicht, was du hier machst. Ich rette sie auch, Daniel. Guck mal, wie ich jetzt aussehe. Ich sehe voll aus wie ein Pädophil. Wo bist du? Was ist das? Ja, das ist wie eine billige Verarschung von Batman irgendwie. Du siehst aus wie der Pädobär. Ich komm nicht drauf gerade, Pädobär, ey. Was hast du denn der? Wo hast du denn den Scheiß schon wieder her? Bist du der Erklärbär oder was? Ich bin Batman. Statt irgendwelche Worte macht er nur so Bärenlaute. Was war denn den jetzt? Ich hab einfach nur so ein Stirn von jemandem gehört. Oh. Das ist aus wie ein Spaß. Wie das geil. Niemals. Von wegen haben wir nichts erreicht hier, ey. Daniel hat sich als Pädopär geoutet. Oh mein Gott. Warte mal. 3, 2, 1. Na, ist das gut. 3, 2, 1. Was du für eine Reaktionszeit hier? 3, 2, 1. Ja, ich mach direkt bei 1. Das war perfekt jetzt bei mir. Okay, bei mir nicht. Okay. Okay, weiter. Der Panda sagt, weitergehen. Du halt die Fresse. Ich schwör dir, ich bring dich um. Ja, müssen wir aber irgendwas machen. Was? Zu weg müssen wir den jetzt küssen oder was? Oh. Mit einer Rüstung. Eine blaue, ja. Und sogar eine verdammt starke. Haben die gar nichts, ey.
572, ey. Aber die sieht genau, ne, die sieht nicht so aus wie. Die sind anders. Ich sehe voll aus wie so ein Sex-Buddy. Ich hasse dich. Ich hasse dich so richtig, ey. Echt, du bist richtig. Ich fehlt nur so ein. Weiß nicht, so ein Ball im Mund. Ja, ja, ich will dich hassen. Ich komm grad nicht klar, Leute. Boah, Junge, wo geht's denn? Oh, du Sklave. Ich kann dich nicht angucken, ey. Junge, jetzt mal ernsthaft, ey. Was soll das? Ich glaub, ey, du. Ich nur noch so ein Tanga. Du siehst auch so ein Freak, sieht das gefährlich aus. Ey, so kann man sich doch nirgendwo mit dir zeigen, ey. Du siehst wie so ein Sexsklave, Alter. Ja, genau. Warum schießt der den Pfeil denn nach oben? Ich hab noch 11. Sehr gut. Komm schon, 15%. War wie so ein Herzschlag irgendwie, ne? So. Ja. Ihr seid nun verrufen. Du hättest vielleicht geduckt machen sollen. Du hättest vielleicht geduckt machen sollen, ne? Damit hier nicht jeder sieht. Ja. Es geht doch gefällig ab, du Stück. Ja, okay, meine Trommel hilft vielleicht auch nicht so, dich hier zu verstecken. Was machst du denn da? Willst du aufbrechen? Hey. Brauchst du dafür die Tricher? Ja klar. Mein Gott. Jetzt schießt das verdammte Ding doch irgendwie auf. Ich kann das nicht. Das ist so erbärmlich hier. Seid ihr schwer von Begriff? Wachen! Nein, ich hab jemand gesehen. Ja, ich bin doch schon verrufen hier. Guck dich schon so an, so, oh Gott. Entschuldigung. Oh, um der Acht willen. Ich bring dich nicht um die Schnauze. Hab keine Dietrich. Es ist nicht so, wie es aussieht. Meinst du, ich rede mit ihm? Ich kann nicht mit ihm reden. Ja, geh weg. Ich hab keine Dietriche mehr. Ich hab dir 13 Stück gegeben. Die sind kaputt. Boah, du Hirnloser. Du hast aber da drin eine Quest, ne? Ja. Ich halte es für keine sonderlich gute Idee, diese Ritterin anzugaffen. Was soll das heißen, keine gute Idee? Oh, hör auf mal, den ganzen Scheiß zu geben. Na, verdammt. Jetzt ist schon wieder. Glaubt ihr das wirklich? Sie ist eine Ritterin der Flamme. Sie will nicht oh. Mit Sklavenjägern zusammenarbeiten. Nein, verdammt. Oh. Der ist schon wieder da. Ich hab eben wieder meine Ultimate eingesetzt. Ich hab's gesehen, ich hab X gedrückt. Nichts Schlechtes, mein Zeug. Nur brennende Steine hier am Boden. Und eine Tüte versucht, das Ding hier aufzubrechen. Muss dann einfach nur so lange runterdrücken, bis das anfängt zu wackeln. Also kurz davor.
genauso. Ich verstehe das nicht. Muss so lange gedrückt halten, bis das wackelt. Dann schnell loslassen. Was ist das, Daniel? Ja, du sollst doch nicht mehrmals drücken. Ich drücke auf verschiedene, ich mache das wie so ein Klavier. Verdammt! Na los. Ja, kann doch nicht so schwer sein. Wie schwer ist das verschlossen? Einfach. Oh. Warum kann ich das nicht aufbrechen? Ich gehe schon mal und spiele das Spiel durch. Damit werdet ihr nicht davon kommen. Jetzt bringt ihn doch mal einer zum Schweigen. Ja, guckt nur. Was habt ihr getan? Zu Hilfe! Zu Hilfe! Hab's aufgebrochen. Oh, endlich. Halleluja. Ich hab das aufgebrochen. Ja. Ich bin so stolz auf dich.